Überall sehen wir endlose Patch-Notizen und endlos lange Videos, nur um uns die wichtigsten Neuerungen zu zeigen. In den meisten Fällen wird alles viel zu lang, undurchsichtig und viel zu kompliziert erklärt. Spart euch jetzt Zeit und Nerven und holt euch die Infos, die ihr wirklich benötigt, und das zudem sehr leicht verständlich. Ich zeige euch die wichtigsten Änderungen rund um das Equipment. Dazu zählen die neuen Mechaniken, Härtung und Vollendung. Zudem machen wir auch einen sehr kurzen Exkurs in die großen Affixe. Wenn von Tempering gesprochen wird, meinen wir damit Härtung. Tempering ist dabei nur der englische Begriff für die Härtung. Und das gleiche zählt für Masterworking und Vollendung. Ich empfehle grundsätzlich jedem, Diablo 4 auf Englisch zu spielen. Die deutsche Übersetzung ist teilweise sehr mangelhaft. Härtung und Vollendung sind Prozesse, um eure Items zu verbessern. Die Härtung fügt bis zu 2 weitere Stats deinen Item hinzu. Dafür benötigt ihr aber erst die Anleitung für die Stats, die ihr auf eure Items haben wollt. Diese erhalten wir in der Season-Reise oder in den verschiedenen Ingame-Aktivitäten. Dabei sind die zusätzlichen Stats in Kategorien unterteilt. Bei der Härtung wählt ihr die Kategorie aus, die den gewünschten Bonus-Stat enthält. Eine Garantie, den gewünschten Stats zu erhalten, gibt es allerdings nicht. Ihr könnt die Stats bis zu 5-mal neu auswürfeln, um euer Glück erneut zu versuchen. Ihr habt also insgesamt 6 Versuche. Das Ganze ist vergleichbar mit dem Schmiedepotenzial von Last Epoch. Habt ihr die gewünschten Stats nicht erhalten, hattet ihr leider Pech. Es gibt keine Möglichkeit, die Bonus erneut zu ändern. Nicht alle Härtungskategorien können auf jeden Item-Slot gerollt werden, vergleichbar mit den unterschiedlichen Arten von Aspekten. Hier kommt noch eine weitere Kategorie hinzu, die ausschließlich auf Waffen funktioniert. Das System ist sehr intuitiv und von daher verzichte ich an der Stelle auf genaue Erklärungen. Die Vollendung, im englischen Masterworking, ist das Upgraden eines Items auf eine neue Stufe. Bevor ihr ein Item vollenden könnt, müsst ihr zuvor die Härtung durchgeführt haben. Ihr könnt ein Item bis zu 12-mal upgraden. Für jedes Upgrade erhalten alle Werte auf dem gewählten Item ein Bonus von 5% und alle 4 Upgrades erhält ein Wert einen Bonus von 25%. Ihr könnt die Vollendung eines Items jederzeit zurücksetzen, um ein eventuell besseres Upgrade-Ergebnis zu erzielen. Dies kostet jedoch ordentlich Ressourcen und auch eure bereits verwendeten Ressourcen sind verloren. Materialien für die Aufwertung bekommen wir aus der Grube. In den Grubenstufen 1 bis 30 gibt es die Materialien für die Vollendung bis Stufe 4, auf den Stufen 31 bis 60 für die Stufen 5 bis 8 und auf den Grubenstufen 61 und höher erhalten wir logischerweise die Vollendungsmaterialien für die Stufen 9 bis 12. Die alten Aufwertungsfunktionen wurden übrigens komplett aus dem Spiel entfernt. Das war auch schon alles, was ihr wissen müsst zur Härtung und Vollendung. Wollt ihr weitere wichtige Tipps, Infos und Tricks und das schnell und unkompliziert? Dann abonniert bitte jetzt meinen Kanal und hilft mir dabei, mein Ziel von 1000 Abonnenten bis Ende des Sommers zu erreichen. Große Affixe werden mit einem Stern neben den Affix gekennzeichnet. Der Stern neben den Item und auf den Itemnamen lässt euch sofort erkennen, ob ein Item einen großen Affix hat oder auch nicht. Große Affixe sind Item-Werte, die den maximalen Wert haben und zusätzlich um 50% erhöht wurden. Als Beispiel, wenn ein Item 70 bis 100 Intelligenz haben kann, dann hat ein großer Affix 150, den Maximalwert von 100 plus 50% von diesem Wert, also nochmal 50, zusammen also 150. Ein Item kann dabei mehr als nur einen großen Affix haben. Ihr seht bei euren Items nicht den Wertebereich und beim Vergleichen der Items seht ihr ebenfalls auch keine Unterschiede beim Ausrüsten? Dann öffnet die Option. Geht auf Gameplay und aktiviert den erweiterten Tooltip-Vergleich und erweiterte Tooltip-Informationen. Jetzt seht ihr alle Werte und auch die Werte, die sich verändern beim Ausrüsten. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß in der Season 4. In meinem nächsten Video überprüfen wir, ob die Tierlisten, die vorab erstellt worden sind, wirklich noch aktuell sind oder ob ein Geheimkandidat es an die Spitze geschafft hat. Also vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. And don't forget, we are the shadow.